Hi, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Daniel Blitztor kämpft mit mir gemeinsam in Azteca hier in den Mangroven. Ne Quatsch, in den Salzmarschen sind wir und kämpfen jetzt gegen ein paar Wildquetzhals. Keine große Herausforderung für uns. Deswegen nutzen wir die Zeit ein bisschen zum Quatschen. Wir redeten über das Angeln. Tja, wie finde ich das Angeln? Das Angeln finde ich völlig schwachsinnig. Genau so wie ich. Das ist nett, aber unnötig. Keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche ambitionierten Leute, die denken, hey, ich werde versuchen, alle Fische zu sammeln. Ja, ist ja ganz nett. Aber verspricht jetzt auch nicht so den riesen Erfolg. Ich habe jetzt ja auch einmal eine Schatztruhe geangelt. Was war da drin? Ein paar Zutaten oder so. Jetzt nichts Weltbewegendes. Hast du alle Angelquests bis zum Schluss gemacht? Nein. Nein? Nö. Hab ich auch nicht vor. Ah, ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht hätte das ja. Vielleicht ist das ja am Ende noch lohnenswerter oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich hab nur hier die Anfangsangelquest gemacht. Echt? Ach so. Vielleicht und sollte ich das nochmal weitermachen. Die in Gröselheim habe ich, glaube ich, auch noch gemacht. Ja. Aber dann geht's ja noch weiter. Aber darauf habe ich keinen Bock. Das ist auch so furchtbar langweilig, ne? Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, was das... Wer die Idee hatte im Team da. Das Blöde ist ja auch noch, das verbraucht auch wieder Energie. Ja, ja. Oh, scheiße, Energie. Meine Pflanzen. Habe ich völlig vergessen. Scheiße, nach dem Kampf müssen wir mal kurz nach Hause. Oh, Mann, Mann. Tisch. Ajo, ajo. So. Ach, Quetzaleier muss ich. Ach so. Wir müssen 6 Quetzaleier besiegen. Finden. Und haben jetzt 0 gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt 5000 Mal gegen die kämpfen. Ich markiere mal hier die Position und gehe mal nach Hause. Du kannst mir natürlich folgen. Ach, pardon. Oh nein. Oh nein, sieh dir das an. Überall Kisten bei mir. Ach so. Ich habe lauter tote Schatzzitronen. Naja, aber dafür gibt es überall 3000 EP. So, und meine Couch Potatoes, die gucken hier wunderschön, gucken hier Fernsehen. Dann kümmern wir uns mal ein bisschen um die Fliegenschwarms auf den drauf. So. Und ihr hier, aha, aha. Hätte ich das von Anfang an machen sollen. Wieder mal sehr unkoordiniert, was ich hier tue. Welchen Gärtnerrang bist du eigentlich? Rang 10. Also brauchst du 160.000 EP bis Level 11, oder? Ja, genau. Okay. 100.000 brauche ich noch. Bei Level 15 bekommt man das Abzeichen legendärer Gärtner, meine ich. Ah. Na dann kann ich mich ja schon freuen.
So, den Couch Potatoes geht's gut. Und wie geht's euch hier? La 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 la. So. Läuft da der Fernseher? Ist ja lustig, oder? Also die Pflanzen sind schon irgendwie cool, oder? Ja. Schade, dass sie nicht immer hier stehen. Also, dass man die pflegen muss. So als Deko-Objekte. Ja, liebe Zuschauer, sorry, dass ich jetzt hier mich nochmal um meine Pflanzen kümmern muss, aber es muss sein. 8, 3, 6, aha. Kannst du dich noch dran erinnern, wo ich dich auf Facebook angeschrieben habe, damit du meinen Namen auf einer Fanseite likest? Ja, ich glaube, das habe ich auch gemacht, oder? Ja, hast du, danke dafür. Mhm. Aber ich habe eigentlich auch gewonnen, nur ich bekomme die Passive Card nicht. Warum nicht? Erstmal habe ich ihn öfters angeschrieben, wann ich denn nun die Passive Card bekomme. Mhm. Er hat immer geschrieben, dass er krank ist. Okay. Das habe ich ihm auch geglaubt und habe gewartet. Und aber nach einem Monat wurde mir das ein bisschen zu komisch. Ja. Und habe dann wieder nachgefragt. Hat er geschrieben, ich hole die nächste Woche Donnerstag. Ich guck Donnerstagabend auf Facebook, also ich wollte ihn anschreiben und sehe, du kannst ihn nicht anschreiben, steht da, weil er dich blockiert hat. Was ist das denn für eine Wurst? Das ist ja blöd, oder? Ja. Das ist ja echt mega enttäuschend. Schade, es tut mir natürlich leid, dass das nicht gelaufen ist dann. Egal. Ja. Von welcher Seite ist das denn? Wizard 101 Deutschland Fanseite. Aha. Na, das ist jetzt aber mal schlechte Werbung für diese Seite. Hier über meinen Kanal, ne? Ich habe dann auch hier auf Facebook bei der Wizard 101 Austauschgruppe geschrieben. Da hat dann einer der Admins geschrieben, ich wurde disqualifiziert, weil ich angeblich beleidigt haben soll. Hm. Nur, das habe ich nicht. Was ich höchstens geschrieben habe, war, dass es mich nur aufregt. Ja. Mehr aber auch nicht. Das darfst du ja auch ruhig schreiben, oder? Regt einen ja auch auf. Daniel, willst du gucken, ob du die beiden Geheimräume findest? Im Türenlabyrinth? Okay. Hier? Ja, hier rechts in diesem kleinen Bunker. Das ist jetzt das neue Besucherritual. Was? Harry Zauberer ist auch dabei. Wo kommt der denn her? Achso, ich habe die Freundesliste an, weil du dich mir geportet hast. Ich komme hier, glaube ich, nicht mehr raus. Ach doch, jetzt. Ich habe einen Fremden hier. Naja, ganz fremd ist er nicht, ne? Wir sind ja immerhin befreundet. Harry. Komm, wo ich schon mal hier bin, kann ich auch gerade irgendwas platzieren. Azteker Steinkopf. Ach, ist ja interessant. Ein Blumenbeet, sehr schön. Das passt ja hier eigentlich sehr gut hin. Aber wo passt es am allerbesten hin? Ja, hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eine Palme. Machen wir mal hier. Nö. Doch. Ich führe gerade Selbstgespräche.
gut. Stimmt, eine Wäscheleine. Das trifft sich natürlich sehr gut, weil auch darum muss sich ein Kevin kümmern. So. Neben die Wäscheleine stelle ich ein paar Tomaten und ein bisschen Fischfrucht. So. Damit die Wäsche auch direkt das richtige Aroma bekommt. Und ich habe natürlich hier noch den Teddybär vom Xander hieß er, ne? Wo können wir den denn hin tun am besten? Der ist ja eigentlich ganz süß. Ach guck mal, der passt hier auf die Brüstung. Dann guckt er sich das alles von hier oben aus an. Ah! Ein Daniel Blitztor hat mir das Set Nest der Hydra geschenkt. Vielen Dank, Daniel. Bitte. Komm, jetzt was Cooles. Stiefel des Feenhofes. Selten. Ifrit in Gold. Kristallpudding. Aquamarin. Ein Vogelkäfig. Stiefel des Feenhofes. Den gucke ich mir doch jetzt gleich mal an. Ach, guck mal, da ist ja sogar ein Vögelchen drin im Vogelkäfig. Wo stellen wir den denn mal hin? Hier oben, genau. Der kommt hier oben hin. So wie vergessen. Die armen Vögel. Ja. Huch. So, ich habe Schuhe bekommen. Lass mal gucken. Wie hießen die nochmal? Waren die das? Nee. Stiefel des Handlesens waren das, ne? Aha, aha. Plus 5% Superpip. Aha, plus 6% Dingsenkirch. Uff. Ja, okay. Gibt mir 14% Angriff auf Tod, Mythos und Leben. Allerdings geht mir dafür flöten 14% Tod und Mythos Verteidigung. Ist eigentlich kein guter Tausch, oder Daniel? Nö. Und mir geht dadurch meine 99 kritisch Todesblockrate geht mir auch flöten. Genau wie 109 Mythos Blockrate. Gar kein guter Tausch. Nö. So, was wollte ich hier? Nix. Gehen wir zurück, oder? Hast du die Geheimräume gefunden? Nein. Tja, dann hast du leider Pech gehabt. Ich kann dir jetzt nicht zeigen, weil dann wird das mit aufgenommen. Vielleicht findest du sie ja beim nächsten Mal. So, aber jetzt geht's weiter. Ab in die Salzmarschen. Ah, ja stimmt, wir müssen weiter diese Viecher besiegen. Aber jetzt ist die Folge schon wieder fast zu Ende. Deswegen verabschiede ich mich jetzt auch direkt mal. Sag auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ciao.